Mahlzeit. Herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Retro Play für CrimeGames.de. Ich bin Esador und wir spielen Baphomets Fluch 1. Schatten der Templer. Director's Cut. Wir spielen hier mit Nicole Collard und sind am Cité de la... Keine Ahnung, irgendwo in Paris an einem Fluss. Der Zaun bewegt sich kein Stück. Auch dieser Zaun bewegt sich kein Stück. Dieser Zaun ist recht stabil gebaut. Gehen wir halt noch ein paar Meter weiter. Hier ist noch ein Zaun. Aber das sind so graue Stellen an der Seite. Was ist das denn? Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Es ist auf das Tischtuch gestickt, das ich in der Wohnung von Madame Cachon habe mitgehen lassen. Ich bin also auf der richtigen Spur. Ich versuche, den Zaun wegzudrücken, aber er bewegt sich kein Stück. Ein seltsames Paar Schlösser verhindert, dass die Tore entriegelt werden. Gucken wir uns diese Schlösser mal an. Aha. Was verschieben. Gott, in solchen Puzzlen war ich noch nie gut. Warte mal. Also diese eine Riegel muss in diese Kerbe, aber wie? Das heißt, er müsste wahrscheinlich da ganz runter, aber... Ha. Wie zur Hölle? Hölle, Hölle. Nein, auch nicht. So, so... So. So. So, so. So, so. 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 So, so. Nein. Ah. Nummer 1.
Ja. Der erste ist soweit. Jetzt nur noch einer. Okay. Gucken wir uns mal den zweiten an. Der muss irgendwo hier hinten hin. Dann kann der da durch. Der kann dahin, der kann dahin. Bringt aber auch nichts. Der kann dahin. Zurück. Nochmal von vorne. Wollen wir mal. Was können wir denn hier bewegen? Das. Das. Nicht, nach unten geht auch schlecht. Der geht auch nicht. Der muss da weg, da unten. Ich nehme mal die Hilfe in Anspruch. Wie öffne ich Schlösser? Voraus zu der Position, in der sich der Regel befinden sollte, um zu funktionieren. Von dieser Position aus müsstest du in der Lage sein, zu erkennen, welche Balken verschoben werden müssen und wohin. Aha. Die Schöpfer des Schlosses haben einen speziellen Cheat eingebaut. Wenn du wirklich festhängst, wähle nächster Tipp, um den Cheat zu finden. Hier ist der Cheat, den die Hersteller des Schlosses in das System eingebaut haben. Schiebe den Mauszeiger an die linke Bildschirmseite und ziehe dann mit gedrückter Maustaste nach rechts. Dann springt das Schloss auf. Die linke Bildschirmseite und ziehe. Nee, so fies wollen wir nicht sein. Wir wollen das Ganze mal versuchen zu lösen.
stört dieser verdammte Balken. Hm. Da weg. Ach, was soll's. Wir haben gecheatet. Für einen Raum voller Müll war das ein sehr cleveres Schloss. Irgendwas an diesem Raum stinkt mir, und das meine ich nicht nur wörtlich. Frag mich nicht, wie das Schloss aufgegangen ist. Man könnte fast annehmen, der Zaun soll gleichzeitig als Brücke dienen. Ich will den Zaun nicht wieder hochziehen und mich damit möglicherweise hier einsperren. Ist besser so. Was haben wir denn hier? Ein altes Bootgerippe. Das Boot ist seit Jahren nicht benutzt worden. Genau wie mein Hometrainer zu Hause. Gucken wir uns das mal genauer an. Hoppla. Oha. Was haben wir denn da? Da ist irgendwas. Eine alte Geschosshülse. Wahrscheinlich aus den 50ern. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin mit Kriegsfilmen aufgewachsen. Ja, dann nehmen wir sie doch mal mit. Eine alte Geschosshülse. Was die wohl hier zu suchen hat? Gucken wir uns das Bootgerippe nochmal an. Ich habe das Boot kaputt gemacht. Wobei es schon vorher nicht sonderlich seetüchtig war. Das Boot zu bewegen, würde es nur völlig ruinieren. Was haben wir denn hier noch? Ein Gitter? Da können wir nichts machen. So eine Steintür und daneben ist irgendetwas, was blinkt. Gucken wir uns das mal genauer an. Gehen wir mal rüber. Mann, bist du langsam. Ein grobes Loch ist in die Säule gebohrt worden. Na dann. Angucken. An den beiden Seiten sind die Wörter Sinister und Dexter eingeritzt. Nun, jede brave Klosterschülerin wie ich kennt natürlich die lateinischen Begriffe für links, rechts. Aber was haben die hier zu suchen? Dexter, ich dachte jetzt eher an den Typen aus der Serie namens Dexter. Gut. Ein rundes Loch mit so Tasten. Erinnert mich so ein bisschen an diese Steinsäule, die wir aufgeschnappt haben. Stecken wir die mal rein. Rätsel gelöst. Carchons Steinzylinder gleitet in das Loch und rastet mit einem wohltuenden Klick ein. Haha. So. Das war ein Fehler. Das Schloss stellt sich zurück. Aha, wir können also die Tasten bewegen. Ein befriedigendes Klicken verrät mir, dass ich ihn in die richtige Position gedreht habe. Fühlt sich an wie die einrastenden Riegel eines Tresorraums. Drei links, vier rechts. Sinister, Dexter. ST. Das haben wir doch irgendwo schon mal gelesen. Der eingefärbte Zylinder hat mir als Druckwalze seine geheime Nachricht verraten. Da steht Unterricht. Darunter sehe ich die Buchstabenfolge SDS, SDSS. SDS, SDSS. S haben wir schon gedreht, also drehen wir D. Noch ein Klick. Wieder einen Schritt weiter. SDS, S. SDS S D S S. Ich liebe das Geräusch sich öffnender Schlösser. Die Geheimtür geht auf. Dann wollen wir doch mal nachschauen, was es da drin so zu entdecken gibt. Was haben wir denn hier für einen schicken Raum?
Was ist das denn, ein Kreuz? Gucken wir uns das mal genauer an. Was haben wir denn da? Na nö, die Tür ist zu. Die Platte kam mit Karacho runtergekracht. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Ohne etwas zum Abstützen fällt das Kreuz direkt wieder runter. Merkwürdig. Das Kreuz... Wieder hochschieben. Geht die Tür zu. Als ich das Kreuz angehoben habe, schloss ich die Eingangstüre und eine Art Steintafel öffnete sich. Genial. Irgendwie müssen wir das Kreuz oben halten. Versuchen wir es mal mit der Geschosshülse. Ha! Das Steinkreuz ist abgestützt. Jetzt kommen wir doch langsam weiter. Ja, dann können wir uns jetzt mal diese freigelegte Stelle angucken. Eine runde Öffnung, präzise in den Stein gebohrt. Gucken wir mal genauer. Ich berühre die Öffnung. Nichts Schlimmes passiert, was ich toll finde, da ich doch sehr an meinen Fingern hänge. In diese Öffnung gehört etwas Bestimmtes rein, aber was? Vielleicht der Schlüssel? Nee, der passt nicht. Gut, das Rätsel knacken wir dann beim nächsten Mal. Denn das war der zweite Teil von Baphomets Fluch. Let's Retroplay für CrimeWorldGames.de. Ich bin Isador. Wir sehen uns. Tschüss.